So, damit hallo und Glück auf. Kurz nach Mitternacht, genauer gesagt um 0:04 Uhr, so muss das sein, zum Schalke Talk. Ein herzliches Willkommen und Glück auf, auch nach Gelsenkirchen. Wir sitzen ja alle beide in Gelsenkirchen, aber du jetzt schon in der Redaktion. Norbert Neubaum, erstmal hallo. Hallo und Glück auf René. Ja, wir haben uns alle auf den Rückrundenstart gefreut. Heute war es dann endlich soweit. Abendspiel, 20:30 Uhr, Felddienstarena, alles toll, gute Stimmung. Und ja, dann letztendlich hat es doch nicht gereicht. FC Schalke 04 hat seinen Rückrundenauftakt vergeigt, verpatzt, vermasselt. Wie kann man es am besten beschreiben? Weil so schlimm war es im Endeffekt doch nicht, oder? Ja, aber ich glaube, da machen wir schon wieder den ersten kleinen Fehler, wenn wir jetzt schon wieder so dieses eigentlich betonen. Natürlich war es jetzt nicht ganz so schlimm, aber unterm Strich bleibt eine 0:2 Niederlage gegen den HSV. Du hast von jetzt 4 Zweitligaspielen gegen den Hamburger SV, hast du kein einziges gewonnen, du hast einen Punkt geholt, heute 0:2 verloren. Und das kracht jetzt so richtig in die, so ja, in diese kleine Aufbruchsstimmung rein, die wir ja nach diesen 7 Punkten aus den letzten 3 Spielen hatten vor der Winterpause. Dann kam ja dieses sehr ordentliche Trainingslager in Portugal, dann noch die einigermaßen geglückte Generalprobe gegen KAS Olpen, dieser 3:1-Sieg. So, und jetzt verlierst du 0:2 gegen den HSV und bleibst jetzt einfach erstmal wieder im Tabellenkeller stecken, und das ist eigentlich das, was jetzt heute von dem Spiel zumindest bei mir hängen bleibt. Ja, das Problematische tatsächlich im Tabellenkeller Braunschweig, ne? Die haben Anschluss gefunden und stehen ja jetzt auch da. Jetzt haben wir Kaiserslautern als nächstes und dann kommt schon Braunschweig. Wenn ganz schief läuft, stehst du auf dem direkten Abstiegsplatz. Das hätte man sich so vielleicht nicht ausgemalt, gerade wie du schon gesagt hast, nach der Vorrunde. Die Vorrunden, oder die Be Vorbereitung war ja wirklich gut und man hatte ein gutes Gefühl. Okay, wir stecken wieder im Schlamassel. Da, wo wir hingehören, bleibt trotzdem ein Fragezeichen. Ich versuche es nochmal. So schlecht war es aber dann nicht im Vergleich vielleicht zu den Spielen vor den letzten 3 Spielen in der Hinrunde. Falsch oder richtig? Also ist schon was zu erkennen. Worauf ich hinaus will, Also es ist sagen schon wir was so, zu erkennen. es war nicht so schlecht wie beispielsweise die Heimniederlagen, die es gab in der Hinrunde, beispielsweise gegen Holstein Kiel, wo Schalke aus meiner Sicht komplett chancenlos und auch heillos unterlegen war. Das war heute nicht der Fall. Es war heute schlicht und ergreifend eine Sache der Effektivität. Der HSV war deutlich effizienter in der ersten Halbzeit, beeindruckend effizient. Aber Effizienz ist halt auch eine Frage oder halt auch eine Sache der Qualität. Und insofern war der HSV dann einfach heute auch besser. Und auch wenn Gerard sagt, das haben wir nicht verdient, ja, ich finde, irgendwo haben sie es dann schon verdient. Wenn du dem Gegner in der ersten Halbzeit das Tore schießen zweimal so einfach machst, beziehungsweise das Tore köpfen, dann darfst du dich nicht wundern, wenn du hinterher den Platz als Verlierer verlässt. Das ist in jeder Liga der Welt so. So einfach darfst du es keinem Gegner machen, weil dann läufst du immer wieder hinterher. Und dass da heute auch eine ganze Menge Pech im Spiel war. Sie hatten zwei Pfostentreffer, Drei. einen Also ein Lattentreffer, Latten. Schalke. Entschuldigung, Entschuldigung, Ja. Entschuldigung. Ja. Obejan einmal Latte, einmal Pfosten, und Brian Lassen in der Nachspielzeit auch nochmal einen Pfosten. Natürlich ist das dann auch Pech. Aber kein Pech ist, wenn der Gegner einfach dann 2:0 in Führung geht, weil du hinten viel zu verhalten bist, weil du beim ersten Tor das Abwehrzentrum völlig aufgibst, dann darfst du dich halt nicht wundern. Und das ist dann irgendwo auch eine Sache der Qualität. Von der Aufstellung her haben wir es genauso erwartet. Also wir haben es prophezeit, war ja auch keine große Überraschung. Gleiche Mannschaft wie gegen Fürth, außer halt Mörkin, der gesperrt war, dafür Ovejan und er halt mit zwei
Latten oder einen Latten und einen Pfostenschuss. Ja, wie kriege ich jetzt die Kurve? Wie kriege ich dich dazu, vielleicht doch mal was Positives zu sagen? Ich meine, die Vorbereitung ist abgeschlossen, alle hatten ein super Gefühl, heute ist es schiefgegangen. Was wird denn jetzt passieren in der kommenden Woche? Welche Ankerpunkte greift man jetzt so ein bisschen Hoffnung gegen Kaiserslautern? Wird es keine Niederlage? Also verstehe mich jetzt bitte nicht falsch. Ich will den heutigen Abend auch nicht völlig runterquasseln. Das ist überhaupt nicht meine Absicht und nicht meine Art. Aber du weißt, ich war ja immer noch einer, der so ein bisschen tatsächlich davon geträumt hat, dass da vielleicht noch mal so ein Schwung, so ein Schub kommt, der sich vielleicht dann doch irgendwie noch so nach oben fühlt. Und da bin ich natürlich jetzt heute einigermaßen resigniert, weil das ist jetzt nicht passiert und jetzt wird es vielleicht tatsächlich eine Saison, wo es darum geht, jetzt nicht wirklich noch ganz unten reinzukommen und wo es jetzt wirklich dann nur noch darauf ankommt, nur noch Plätze für die Fernsehgeldtabelle gut zu machen. Was wird in dieser Woche passieren? Gerards muss ohnehin ein bisschen umdenken, umplanen. Marcin Kaminski ist gesperrt für das Spiel in Lautern, fünfte gelbe Karte. Ron Schallenberg ist gesperrt für das Spiel in Lautern, auch fünfte gelbe Karte. Und jetzt hat man ja das Gefühl gehabt, Gerards hat so ein bisschen seine Wunschelf gefunden. Da wird er jetzt wahrscheinlich auch so ein paar Abstriche machen müssen. Er hat heute klipp und klar gesagt, es gab auch einige Spieler bei uns, die sind nicht an ihr Maximum gekommen. Ich nenne mal stellvertretend, ohne dass ich dem Jungen jetzt was Böses will, aber es war schon auffällig, auch weil er zur Halbzeit ausgewechselt wurde. Ich nenne mal Blendi Idrissi. Ist für mich heute völlig abgetaucht, habe ich überhaupt nicht richtig wahrgenommen. Also da hat Gerrard schon genug zu tun und er muss auch dieses Defensivproblem, machen wir uns nichts vor, das hat Schalke. Das muss er in den Griff kriegen. Er hat ja heute nur einen entlarvenden Satz gesagt. Er hat gesagt, ich gerate jetzt nicht in Panik, weil wir jetzt wieder zwei Gegentore gekriegt haben. Es waren ja auch keine Fehler von einzelnen Spielern, sondern es war ja im Grunde das Kollektiv. Aber das macht die Sache ja nicht besser, weil das zeigt ja, dass da systematisch irgendwas nicht stimmt. Und da hatte man jetzt eigentlich gehofft, dass das Trainingslager dazu so ein bisschen gedient hätte, um die Dinge in den Griff zu kriegen. Aber das ist offenbar noch nicht hundertprozentig geglückt. Also Karel Gerards hat auch in der kommenden Woche eine schöne Aufgabenstellung vor sich. Ja, ein Problem in der Innenverteidigung, hast du ja selber gerade gesagt, löst sich ja dann schon mal für Freitag. Kaminski gesperrt. Wahrscheinlich wird dann Baumgartel mal wieder eine Chance bekommen. Wäre die logische Lösung. Henning Matriciani haben wir ja auch noch. Also Personal ist genug da, aber wenn wir jetzt einfach mal sehen, dass Marcin Kaminski sowohl bei Thomas Reis als auch bei Karel Gerards alle Spiele gemacht hat, von Anfang bis Ende bislang, dann zeigt das aber auch, dass beide Trainer ihn offenbar noch für den stabilsten aller Verteidiger halten, weil sonst würde er ja nicht spielen. Warum sollen sie sich das dann sonst antun? Und da müssten jetzt Baumgartel und oder Matriciani, wer auch immer dann spielt, müssten dann einfach zeigen, dass sie besser sind. Also da bin ich mal gespannt. Ja, jetzt ist es ja tatsächlich so, die Rückrunde fängt an. Wir kommen aus der Winterpause und haben schon wieder einen Berg voller Probleme und kriegen jetzt wieder finale Endspiele. Ist ja leider so, Kaiserslautern steht direkt vor uns, auch Braunschweig direkt hinter uns. Also es kommen zwei richtige Kracherspiele. Gewinnst du die, ist wahrscheinlich wieder erstmal alles gut. Verlierst du die, hast du richtig die Kacke am Dampfen. Und ich hatte es mir vorgenommen, ich hatte schon ein komisches Gefühl, dass es gegen Hamburg vielleicht nicht ganz so gut ausgehen wird. Aber mit dem Unentschieden war ich dann doch schon irgendwo dabei. Also die Hoffnung hatte ich. Hat nicht geklappt. Ich war relativ ernüchternd und wollte unbedingt dieses Level halten. Naja, ist halt Hamburg. Sie sind Aufstiegskandidat. Wir nicht, definitiv nicht. Wir müssen weiterhin nach unten gucken. Ja, kurze Alles Woche. richtig reden, alles richtig reden. Da stimme ich dir zu. Und es wird auch nicht jeder Gegner seine Chancen so effizient nutzen wie Schalke. Davon nehmen wir mal aus. Also nehmen wir dann jetzt schwenke ich mal über auf deine Seite. Nehmen wir heute dann den positiven Eindruck mit, dass das Schalke spielerisch mitgehalten hat, dass sie wirklich auch ein bisschen Pech hatten.
Und dass sie zumindest mit diesem Selbstbewusstsein dann jetzt auch nach Kaiserslautern fahren können. Übrigens zu Ex-Trainer Dimitrios Gramotzis, der aber, glaube ich, jetzt da auch einen Achtung, Wortspiel, einen Betzenberg voller eigener Probleme hat. Sehr schön. Also dass er sich jetzt groß um das Wiedersehen mit Schalke kümmern kann. Also da bin ich jetzt wirklich immer gespannt. Also da wird die Luft sicherlich brennen auf dem Betze. Ja, Freitag ist es schon soweit. Ich habe gerade gesagt, kurze Woche, 18:30 Uhr. Ja, wir werden jetzt erstmal wieder eine Woche haben, wo wir jeden Tag berichten müssen, dass der FC Schalke 04 wieder mal ums Überleben kämpft und hoffen auf irgendwelche positiven Nachrichten. Eine Nachricht geistert jetzt rum, es soll ein Neuzugang kommen. Der FC Schalke 04, ein alter Bekannter, Darko Chulinov. Wir beide haben ja schon oft darüber auch im Podcast gesprochen. Macht das wirklich Sinn, einen Spieler zu holen, der sehr lange raus war? Wahrscheinlich gar nicht hundertprozentig voll im Saft steht, Ja, aber halt der Schalker ist. deckt sich auch mit unseren Informationen. Also Darko Chulinov, der ja schon seit Monaten eigentlich im Anflug auf Schalke ist. Also jetzt soll das Leihgeschäft mit dem FC Burnley tatsächlich kurz vor dem Abschluss stehen. Viel später würde ja auch keinen Sinn mehr machen. Es geht ja jetzt um die Ja. Rückrunde. Irgendwann muss er dann ja mal kommen. Ja, ich weiß es nicht. Du kennst meine Meinung. Ich bin da so ein bisschen zwiespältig. Sicherlich einer, der in der Aufstiegsmannschaft damals positiv aufgefallen ist, einfach weil er so einen Schwung irgendwo auch mitbringt, weil er die Leute begeistern kann, weil er sicherlich auch gerne auf Schalke gespielt hat und weil er gerne sicherlich auch wieder zurückkommt. Beide Zeichen, für mich völlig unabhängig von seiner Form, auf welcher Position soll er spielen? Also diese reine Chulinov-Position, die sehe ich jetzt noch nicht. Schalke suchte einen kreativen, offensiven Mittelfeldspieler. Das ist für mich im Grunde ein Zehner. Das kann Chulinov wahrscheinlich irgendwo auch spielen. Aber ob er da jetzt die zündende Lösung ist, das weiß ich nicht. Lasse ich mich mal überraschen. Für die Defensive glaube ich nicht, dass man ihn dafür geholt hat, weil das entspricht eigentlich nicht so unbedingt seinem Naturell. Da muss man einfach mal abwarten und man muss auch sehen, er hat wenig Spielpraxis. Er hatte eine sehr schwere Erkrankung gehabt, hat sich da hoffentlich wieder hundertprozentig von erholt, aber sich davon erholt zu haben bis zur totalen Fitness, das ist natürlich dann auch noch mal immer ein Unterschied und es widerspricht oder es korrespondiert nicht mit dem, was Karel Gerrards ja wohl in der Winterpause gesagt hat. Er hat gesagt, er möchte keinen Spieler beispielsweise aus der ersten Liga, der dann nur auf der Bank gesessen hat, weil da würde Spielpraxis fehlen und Schalke bräuchte, wenn dann Leute, die sofort weiterhelfen. Und wenn Schalke wird sich schlau gemacht haben, wie gut ist Darko Chulinov drauf? Und wenn sie glauben, dass er eine Soforthilfe ist, dann okay, dann wollen Sie ihn holen und dann werden wir mal schauen, was Karel Gerards mit ihm alles so anzustellen weiß. Ja, Marc Wilmots wird so definitiv Ja gesagt haben, ne? Dass sie sich den auf jeden Fall zum Medizincheck angucken, weil das hat er ja auch Muss er ja. Also knallhart. wenn Schalke jetzt einen Spieler gegen den Willen von Marc Wilmots ausleiht, Wie dann haben hätte wir in ja der sein können, nächsten dass Woche. man so im Vorfeld schon so weit war, dass Marc Wilmots noch gar nicht im Amt war und man sagt dann, hey, komm, wir können jetzt nicht wieder einen Rückzieher machen, weiß ich Ja, nicht. aber also so gut kenne ich Marc, als dass er Manns genug wäre, um dann sein Veto einzulegen. Also Ja. wenn wirklich jetzt ein Spieler geholt wird gegen den Willen von Marc Wilmots, dann haben wir in der nächsten Woche richtig Spaß. Das kann ich dir garantieren. Ist ja dann schon wieder mal ein Risiko, ne? Wenn der nicht funktioniert auf Schalke, hat Marc Wilmots ja natürlich dann schon wieder einen am Stecken, wo man sagt, guck, erster Einkauf hat nicht funktioniert, ne? Also, wird spannend auf jeden Fall. Von anderen Namen hören wir momentan nicht viel, ne? Also, es ist nicht irgendwie so, ich hätte eine super Idee, wen wir holen könnten. Tom Kraus, der war heute im Stadion. Der hat wahrscheinlich hier seine Freizeit genossen. Spiel wurde ja abgesagt, Mainz gegen Union Berlin. Und hatte ein bisschen schön freies Wochenende und stand heute nicht in der Kurve, aber auf der Haupttribüne.
Super Typ. Also, dass der seine Freizeit dann dafür opfert, nach Gelsenkirchen zu kommen und Fußball zu gucken, da ist schon Schalker drin. Und du meinst, er sollte seine freie Zeit jetzt auch noch dafür verwenden, um Schalke dann möglicherweise aktiv zu helfen, möglicherweise, wenn bei Mainz wieder ein Spiel ausfällt. Ja, generell sollte er Mainz den Rücken kehren und sagen, ich möchte bei Schalke spielen, egal zu welchen Konditionen. Das ist Das schon ein richtiger wirst du ihm Feig. sicherlich so gesagt haben, und ich vermute mal, er wird auch gesagt haben: Mensch, René, hast doch Mache eigentlich ich. recht. Mache Ich ich, gehe mache morgen, ich geh morgen mal zum Heidel. Ne? ich. Ja, genau. Ja, schöne Grüße. Okay, Norbert, Ja. dann lass uns in die Nacht gehen. Wir haben jetzt 0:19 Uhr. Jo. Und ja. Kalt war's. Kalt war es, ja, Ja. definitiv. Obwohl ich mir es schlimmer vorgestellt habe und ich habe heute meine Mütze vergessen. Das muss man sich mal Oh. überlegen. Ne? Also, aber ich habe es ausgehalten, durchgehalten. Ja. Hoffen wir auf einen ruhigen Sonntag Machen wir. und auf eine schöne, ruhige Woche und vielleicht auf einen schönen Freitag, wo wir dann auch nach dem Spiel sitzen und sagen, na guck, geht doch. Ja, mit der ruhigen Woche, du weißt ja, dass es gibt ja diese sogenannte Schalke Opposition. Ja. Und irgendwann, vermute ich mal, werden die auch sozusagen das Licht der Öffentlichkeit erblicken wollen. Ja. Hast du heute noch die Taleraktion mitbekommen? War in vielen Stadien ja auch, ne? Also heute war es bei uns dann wahrscheinlich noch harmlos, weil wir ja nur 4 Minuten Nachspielzeit hatten. Da gab es ja Stadien in Bochum zum Beispiel. Aber 45 Minuten, ne? was die Hamburger Fans geworfen haben, waren Tennisbälle, oder? Ja, aber ich glaube, die galten nur als Beschwerer für die kleinen Beutelchen, wo die Goldtaler drin waren, weil Ach, okay, guck die mal. Goldtalerbeutel waren aufgerissen und ich habe das so im Augenwinkel gesehen, dass da, damit die die Weite überwinden können und auch, ne, dass die aufs Feld Ach, stiegen, dass die dann als guck Beschwerer, mal. also die Aktion war ja geplant, diese Schokotaler Ja, überall zu werfen. ja. Das haben sie auch in vielen Stadien gemacht, bei uns auch. Schalke hat es nicht gemacht, also Schalke-Fans haben es nicht gemacht, aber ein Riesenbanner vorm Spiel war zu sehen und da haben sie ihren Unmut zu dem DFL-Investor nochmal geäußert. So, das war's von uns. Jetzt machen wir wirklich Schluss und wir hören und sehen uns in der nächsten Woche. Mittwoch wieder Podcast. Gibt vieles zu besprechen. Machen wir. René. Gute Nacht und Glück auf. Dir auch. Bis dann. Tschüss.